So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Stream. Mein Name ist Barbara Elischmann und Sie sind schön doof. In diesem Sinne willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Ja, heute ist der 27.04.2022 und wir haben ziemlich genau 22 Uhr und 9. Und jetzt hören wir uns mal an, wie ich mich anhöre. Es geht einigermaßen. Ja, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, gestern mein Mikro neu einzustellen. Und als ich soeben OBS geöffnet habe, waren einfach komplett alle Einstellungen von gestern zurückgesetzt auf Null. Ja, es ist oftmals die Frage, warum OBS tut, was OBS tut. Wir werden es niemals und nicht rausfinden. Mit gescheiten Einspieler meinst du wahrscheinlich einen gescheiten Opener, oder? Ich gehe mal davon aus. Ja, so, der Percy ist im Chat und der gute Southwest ist im Chat. Das ist schon mal sehr gut. Und er meint natürlich den Opener. Sehr gut. Das heißt, du hörst mich und verstehst mich. Ja, wir labern heute gar nicht lange um den heißen Brei. Wir fahren Club-Event. Und zwar Club-Event Nummer 11 von 12. Wo es hingeht, sage ich euch gleich. Ja, ich bin jetzt etwas genervt natürlich. Wie so oft, wenn so technische Schwierigkeiten in letzter Minute aufkommen. Wo ich heute sowieso spät dran war. Ich wollte ja um 21:30 Uhr loslegen. Das hat leider nicht geklappt. Übrigens, vielen Dank für die netten Herren, die an der Umfrage teilgenommen haben, die gesagt haben: Du spielst heute Dirt Rally, dass das klar ist. Bleib bloß weg mit deinem GTA. Wolle mir nicht, mir wolle hier das geile Rallye-Action-Je hab hier, do. Das geile. So, dann gehen wir mal hier rein in das geile Rallye-Action-Je. Da ist der Race Club. Und dann schauen wir mal, wo es heute hingeht. Es geht nach New England, USA. Okay, erste Etappe Hancock Hill Sprint Reverse. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin New England schon gefahren, ja, definitiv. Aber, ach so, ne, ist ja nur der Zwischenstand. Ich wollte mich gerade nicht spoilern, dann merke ich so, huch, ist ja gar nicht das Event. So, rein in die Olga. Wir haben zwei Fahrzeuge zur Auswahl. Und wer mich kennt, der weiß leider, dass mein erstes Auto ein Golf 2 GT war. Und hier haben wir den Golf 2 GTI. Und deswegen ist der auch schon in weiß. Und deswegen nehme ich den jetzt. Es bleibt mir leider keine andere Wahl. Ich mag auch den Peugeot nicht so gern vom Handling. Deswegen nehmen wir den etwas gutmütigeren VW Golf 2 in der Rallye-Version. Natürlich, wie auch sonst. Ja, ich bin mal gespannt. Letzte Woche ja kein Rallye gefahren. Also die paar Meter kann man ja nicht gefahren nennen. Und seitdem nicht mehr. Und jetzt auch nicht geübt. Also wird das jetzt einfach eine Fahrt ins Blaue. So, ich habe jetzt leider nicht auf die Längen der Events geschaut. Ich weiß, dass der Percy zwei verschiedene. Ne, das sind die. Doch, Fahrzeugtunen, da sind wir richtig. Ist die Frage. Ne, das sieht hier alles relativ. Guck mal, ich habe hier leider nur New Zealand, aber das nehmen wir dann mal. Dann gucken wir mal kurz rein. Radsturz sieht gut aus. Bremsen sind okay. Okay. Differential war hier gesperrt. Ich glaube, es war richtig. Die Übersetzung kommt mir so kurz vor, aber die Gänge sind relativ lang. Ja, vielleicht passt das. Ja, Federn gehen klar, also Dämpfung geht klar. Ah, Bodenfreiheit auf 0. Ich glaube, wir fahren hier Schotter, ne? Könnte eigentlich gehen. Ich glaube, ich nehme das einfach, weil ich in Ermangelung eines anderen. Spielt keine Rolle, dass du nur ein paar Meter letztens gefahren bist. Ist ja eh ein ganz anderes Fahrgefühl jetzt mit dem Golf. Ja, sicher. Aber das ist das. Da diskutiere ich mich mit dem Percy irgendwann noch tot. Es ist das Grundfahrgefühl von einem Spiel.
Ja, Dirt fühlt sich ganz anders an als Gran Turismo. Und klar, wenn man verschiedene Autos fährt, fahren die sich in sich nochmal anders. Aber dieses Grundfahrgefühl, und du weißt es selbst, du hast ein Fanatec-Lenkrad und du benutzt auch die Setups, die du dir abgespeichert hast. Und die Einstellung meines Lenkrads ist so grundverschieden von der, wie es eingestellt ist in Gran Turismo, dass es sich einfach ganz anders anfühlt. Und ich brauche da halt Übung. Wenn dir eine halbe Stunde in der Woche reicht, ist das wunderbar. Mir reicht es halt nicht. Ich brauche die Übung. Ne? Ich bin da echt verloren. Aber egal, ich fahre jetzt und ärgere mich dann drüber, wie schlecht ich bin. Das ist in Ordnung. Das passt heute auf jeden Fall prima zu dem, wie der Rest des Tages verlaufen ist. Also, Fahrzeug ist getuned. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir mit der Bereifung umgehen können. Ich glaube, wir fangen auf jeden Fall mit weich an und gehen dann später auf mittel oder bleiben sogar auf weich. Percy, du bist auf weich geblieben, oder? Reicht ja nicht, wie man sieht. Percy macht sich gerade einen Spaß draus, mich heute ein bisschen zu reizen, aber das ist in Ordnung. Habe ich vielleicht jetzt auch verdient. Ja, es ist einfach, okay, ich fahre weich, danke. Es ist halt so, es ist Schwachsinn, über sowas zu diskutieren, weil jeder Jeck anders ist und jeder empfindet es anders. Und für mich ist es halt einfach so, wie es ist. Und wenn es für dich anders ist, ist doch auch in Ordnung. So, Golf 2 GTA spielen wir jetzt. Genau. Da hat es endlich mal einer kapiert. So, jetzt lassen wir uns nicht weiter ärgern. Gegenseitig. Nee, wir frotzeln ja nur rum. Also nicht, dass jetzt irgendwelche Fremdlinge hier einschalten und denken, ey, die beefen sich ja voll. Nee, alles cool. Wo reiz ich dich? Mir reicht die halbe Stunde nicht, wie man an meiner schlechten Zeit gesehen hat. Mehr sage ich ja gar nicht. Ja, alles gut. Dass du dich damit auch gemeint hast, weiß ich doch auch. Ja, uns reicht es beiden nicht. Wir müssten viel mehr Dirt Rally fahren. Aber wir haben halt zu viele andere Verpflichtungen. So, einmal Beef wird geliefert. So, jetzt halten wir mal nicht den ganzen Betrieb hier auf. Rein in die Olga, die Tanja ist schon Geilhausen. Und auf geht's los. Drückt mir die Ohren. Ich Start, kann es 6 links vertrogen. lang, Wo ist denn 50 hier mittig eigentlich über Kuppe in das 5 Telefon? links. Ah, da. Viel Glück. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob mein Lenkrad funktioniert in der Ansicht. Das ist ja viel zu hoch, oder? Das stört ja, da sieht man ja die Dings nicht. Ah, oh, fuck, das hätte ich einstellen können. Warte mal. Kann ich das an. Ah, ich kann es anfassen. Sehr gut. So, wir machen mal so, dass ihr hier den Tacho wenigstens sehen können, ein bisschen. Alter, mittig kalten ist auf jeden Fall dabei. Der heißt nicht mittig kalten, der heißt Mitti Kalten. Das ist ein finnischer Rallye-Fahrer, ganz bekannter Typ. 5, 4, 3, Mitti! 2, 1, Los! los. Los, Mitti, gib 6 alles. links, 50. Mitti Kalten über Kuppe Da ist er! in 5 links. Der Gute. In 6 rechts über Kuppe extra lang. Innen bleiben, über Kuppe Sprung. Abzweig, 3 Alter. links, bergauf, 90. Wie bergauf? Mittig über Kuppe Sprung, in 4 rechts lang. 120, Sprung. Ich bin so zaghaft, weil ich 5 links lang, beim macht letzten Mal so auf über krass Sprung. gecrashed bin. Also seht es mir nach, dass ich heute ein bisschen zurückhaltend bin. Es ist die Angst vor den Felsen hier Langsam, rechts. 6 rechts über Kuppe, extra lang, macht zu, in Abzweig 1 links. Wäre geil, wenn du sagen würdest, wann der Abzweig kommt, Schätzelein. 150. 6 links und voll rechts über Kuppe, 200. 4 Hasejuck. rechts lang, Immer macht in den auf, blödesten Momenten, ne? 100. Langsam, 4 links lang, in Abzweig, kehre rechts, verdeckt, sehr eng. 80, 6 Boah, links, fuck. macht auf, 70 Einfach über mal stehen Kuppe, geblieben, Achtung aus Gabel, Panik, weil ich 5 nicht so links wirklich wusste, was über ich gerade machen Kuppe. soll. In 6 rechts lang, macht auf, Ja. 80 über Kuppe, 5 rechts, macht zu, Abzweig 1 lang, macht auf, Oh, viel zu früh. 20,
Abzweig. Zu früh gelenkt. Eingelenkt. Über Kreuzung zweimal. Ah, jetzt kommt, glaube ich, die Stelle, wo es ein paar Mal so 80, so Einser gibt, ne? Ich erinnere mich. In 3 rechts lang, 20, Abzweig, 1 rechts, 80, Abzweig, 2 rechts, 100. Boah. Abzweig, 1 links, 50, 5 rechts, in 5 links. Das ist aber auch gut mit den Abzweigen hier. Über Kuppe. 80. Cut 5 rechts in 6 links. Über Wenn Kuppe sie sagt lang. Cut, muss man immer cutten, ne? Das ist so der innere Zwang, aber ich habe immer so Schiss beim Cutten. Welle, 5 rechts in 6 links und mittig halten über Kuppe. Wo ist er wieder? Achtung, 4 rechts, macht zu, macht auf über Kuppe. Mittig halten für 180, 4 rechts lang, 3 links extra lang, macht zu 2 nach Kreuzung, in 4 rechts, in 6 links, macht auf über Kuppe extra lang, macht zu 4. Ah, da voll die Felsen. Ich dachte irgendwie, es wäre Gras so im Augenwinkel. Dann gucke ich hin, denke so, hoch Geometrie, 50, das ist ja ein Felsen. 6 links, 50. Das war ja witzig irgendwie. 6 links, über Kuppe, extra lang. Huch, kommt da schon das Ziel. 30, über gar nicht Ziel. Auf den Verlauf geguckt gerade. Ich war so drin. In der Zone. Bis Stopp. Okay, das war Gott sei Dank gar nicht mal so schlimm. Ich glaube, ich bin nur einmal angedotzt. Eieieiei. So, juhu, da ist er. Geht bei mir zu oft schief, wenn ich cutte. Also lasse ich es lieber. Ja, das ist genau mein Empfinden. Ich habe das Gefühl, wenn ich von 3 angesagten gefangenen Abkürzungen ballere ich mindestens einmal in die Bande. So, ich bin der Schlechteste, obwohl ich so gut gefahren bin. Der schlechteste Golf zumindest. Aber die Wahl meines Fahrzeugs gibt mir recht. Die Peugeots hinken da ein bisschen hinterher anscheinend. Aber interessant, in der ersten Etappe hängt das Feld eigentlich noch ganz gut beisammen. Ne? Da scheint keiner irgendwie rausgeflogen zu sein, eine Strafzeit bekommen zu haben oder irgendwo länger hängen geblieben zu sein. Ich meine, klar, 42 Sekunden auf knapp 4 Minuten ist schon nett wenig, aber hätte ja auch schlimmer sein können. Also ich finde, das Feld ist noch relativ dicht beisammen. Vor allem die ersten 4. So bis zum Airplayer, dann ist zum Percy eine kleine Lücke, aber das geht auch noch. Guck mal. Das sind ja auch eigentlich nur ein paar Sekunden. El Centino direkt 8 Sekunden hinten dran. Und dann komme ich eine Sekunde hinter El Centino. Also das gefällt mir schon so ein bisschen, wie sich das Feld hier darstellt. Ja, dann hoffen wir mal, dass es so sanft weitergeht wie in der ersten Etappe, aber ich befürchte, dass da noch einiges kommen wird. Ja, ich fummel ein bisschen viel am Mikro, weil ich Angst habe, zu leise zu sein. Ihr sagt einfach Bescheid, wenn es da Verständigungsprobleme gibt. Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. New England. Wo ist eigentlich New England? Ostküste auf jeden Fall. Ist das nördlich von New York, wenn man da so Richtung Niagara-Fälle fährt? Ist das New England? Start. Da fünf oben? Rechts lang, macht ich weiß auf, nicht über Kuppe. Genau, würde mich mal interessieren. 50, 4 rechts Übersprünge. Viel Glück. Okay, ich habe leider nicht zugehört, nur 4 rechts Übersprünge habe ich jetzt gehört, weil ich gelabert habe. Also dann, Sekunde. Genau, so viel Zeit muss sein. Und auf geht's los in Etappe Nummer 2. 5, 4, 3, 2, 1, los. 5 rechts lang, macht auf über Kuppe, 50. 4 rechts über Sprünge, in Don't Cut, 4 links lang.
Macht auf über Kuppe. Alter, hier habe ich so Angst vor den Bäumen. Weil das so saueng ist hier und alles. Voll 6 rechts lang. 130. Mittig halten über Kuppe. Komm, Mitti. In 6 rechts. Und ah, rechts hier ist auch wieder diese. Für 200. Diese Gräben. 4 rechts, sehr lang. Mach zu, Abzweig, kehre rechts. In 6 links lang. In 5 rechts lang. In 6 links über Kuppe. 80. Don't cut. 5 links über Kuppe. In 6 rechts. 100. Ah, fuck it. 6 links. 120. Alter, ich war ja viel zu schnell irgendwie. Es kam mir gar nicht so schnell vor und dann habe ich gemerkt, so hoch, die Kurve ist ja doch ganz schön. Achtung, 4 rechts lang, mach zu. In 6 links, extra, extra lang. In 6 rechts. Glücklicherweise nochmal gut gegangen. Mach zu, 5. Oh, eben dachte ich, es geht hier links, ey. 100, 5 links lang, 150. Ich habe heute Schwierigkeiten, die Tanja zu hören. Ich habe es mir ein bisschen leise gemacht. Voll links. Leider. Über Kuppe. Weil ich fummel da jetzt nicht dran rum. 140, Abzweig, 1 rechts, verdeckt. Macht auf, oh, durch Tor. Oh, ah, da schon. 30, ach man, Abzweig, scheiße. Ich dachte, irgendwie geht noch ein bisschen weiter. Auf, durch Tor, oh, eng. Jetzt habe ich es versaut. Ah, ich Idiot, Mann. Ich dachte, es geht noch voll weiter. Die hat 150 oder was gesagt. Und, für mich 120, im Kopf waren 150 irgendwie noch ein Stück länger. Links durch Senke. Ach, scheiße. Ach, Mann, Mist. In 5 rechts über Kuppe, extra, extra lang. Macht auf, über Kuppe. 50. Mittig halten, über Kuppe. 100, links halten, über Kuppe, Sprung. 120. Kuppe, Sprung und 5 rechts in 6 links. Don't cut. 100, mittig halten, über Kuppe, großer Sprung, 40. 4 links lang, macht auf, in 6 rechts, 70. Macht auf lang, in langsam, 6 links und 6 rechts lang, macht zu, Abzweig, 3 lang, macht auf, 30, 5 rechts lang, macht auf, da dachte 30. Ich, wäre im zweiten und beim ersten, 4 ist rechts auch lang, macht zu, 50, 4 rechts, macht zu, 5 links, sehr lang, macht zu, 4, cut. In 5 rechts über Kuppe, in 5 links lang, Achtung, don't cut, über Ziel bis Stopp. Boah, da war ich jetzt aber doch schon sehr langsam, auch durch diese eine erzwungene Wendung. Schade, dass ich mich da verschätzt habe mit der Entfernung, das war ein bisschen doof. Ansonsten war das auch eine schöne Etappe. Neuengland im Nordosten der USA umfasste die Bundesstaaten Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, wie der Duck immer sagt, und Rhode Island. Ja, vielen Dank. Also Neuengland im Nordosten der USA. Da war ich doch mit nördlich von New York gar nicht mal so weit weg. Ja, ich halte den 7. Platz stolz. 4 Sekunden hinter El Centino, der weiterhin ein paar Sekunden hinter Percy ist. Jetzt sind es schon ein paar mehr. 17 an der Zahl, wenn ich jetzt im Kopf schnell richtig hier rechnet habe. Und ja, im Moment läuft das Feld so weiter, wie es angefangen hat. War auch jetzt von der Schwierigkeit her halt nicht so, dass da jemand rausfliegen könnte. Ist aber noch knapp, ja, ist alles noch dicht beisammen. Sieht schön aus, wenn das Feld so geschlossen ist. Ich finde es immer schade, wenn so massive Lücken sind.
Ich meine, gut, Kruberlohn ist einfach mal eine Minute schneller schon als ich. Aber das sind wir ja gewöhnt. Ne? Das sind halt die Profis. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Bin ich Spreu oder Weizen? Ihr könnt es euch aussuchen. So, weiter geht das. Wenigstens erleben wir jetzt mal mehr als eine halbe Etappe. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Oder schon mal eine Verbesserung gegenüber dem letzten Stream. Ja, man muss auch mit kleinen Brötchen anfangen. So, die Etappe ist jetzt wesentlich länger. Aber Percy hat gemeint, wir bleiben auf weich, ne, wenn ich mich recht erinnere. Wir gucken mal. Oh! Okay, Karosserie ist klar. Die Lichter hat es zerlegt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Lichter noch brauchen, aber wir machen es trotzdem. Weil es ist ja jetzt Tag erstmal. So, Reifen nicht vergessen. Ja, ich hatte jetzt auch das Gefühl, ich könnte die noch fahren. Fandst weich, okay, ja. Pff. Ich glaube, bei der Fahrzeugklasse, die sind ja relativ langsam. Selbst wenn er mal ein bisschen ausbricht aufgrund von weniger Traktion, ist es, glaube ich, auch kein Beinbruch. So, irgendwie habe ich ein bisschen Probleme mit meinem linken Arm heute. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht irgendwie drauf gepennt habe oder was da los ist. Der kribbelt schon den ganzen Tag so merkwürdig. So, aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt gegen den nächsten Baum zu fahren. Start. 50, 6 links Start über Kuppe, in 6 rechts über Kuppe, extra lang, 30, viel Glück. Alles klar, Schätzelein. So, extra lang, 30. Dann gib mal, was du hast. 5, 4, 3, 2, 1, los. 50, 6 links über Kuppe, in 6 rechts über Kuppe, extra lang, 30, 4 rechts. In 6 links über Kuppe, extra lang. Mach zu 3 über Kuppe. In Cut 3 rechts lang, macht auf. 6 über Kuppe. Bleib da, 30. Baby. 6 links über Kuppe lang. Achtung, 30. Gabel 4 rechts durch sehr enges Tor und Kuppe in 6 rechts lang, Wasser 30. Das Tor, war das Tor eben? Das war aber nicht eng. Über Kuppe in Cut, 4 rechts lang. In Cut, 5 links langsam, 30, Gabel Cut, 4 links in Kehre rechts um Ballen. 50. 6 links, 120 über Brücke eng. Da ist die Brücke wesentlich enger hier. 6 links lang, mach zu, don't cut, Gabel 3, 30. 4 rechts über Kuppe lang, in 4 links lang über Kuppe, 100. 6 rechts, extra lang, mach zu 5, über Kuppe, extra, extra lang, mach zu 3. 30, Cut, 4 links, über Kuppe lang. In 5 rechts, über Kuppe, mach zu, 30. 5 rechts, über Welle, bei Schild, Cut. 4 links, in 5 rechts lang, 80, Gabel 3 rechts verdeckt, lang, macht auf über Kuppe und Kuppe, 50, Kuppe 4 links lang, macht zu, don't cut, macht auf über Kuppe, in 6 links über Kuppe, 50, und 5 links in Achtung, 3 rechts, mach zu, über Kuppe. In langsam, 5 links lang, über Kuppe. 30 Gabel, 3 rechts verdeckt lang, mach zu eng. Macht auf lang, über Kuppe. In Achtung eng, 3 links, über Kuppe.
In 6 rechts. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nicht gegen den Stein. Alter, gut, dass ich mich daran erinnert habe. Da bin ich nämlich schon mal zerschellt an dem Stein. Ich habe das Achtung von ihr gehört, deswegen war ich sowieso schon ein bisschen angespannt und ich wusste, dass da sowas kommt. In langsam, 4 links lang. Aber habe trotzdem nicht geschafft, dran vorbeizukommen. Macht leider. Auf lang. Und oh, rechts, da war ich aber auch eben. Kuppe, 30. 5 links, Übersprung, 30. 6 rechts, über Kuppe, 30, langsam. 4 links lang, mach zu, Abzweig 2. In Abzweig 1 rechts um Bahn, 50, über Kuppe. 6 links, in 5 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 50. 4 rechts, über Sprünge, in Don't Cut, 4 links lang. Macht auf über Kuppe, 30 Abzweig spät, kehre links. Und voll 6 rechts lang, 130. Mittig halten über Kuppe in 6 rechts und rechts halten für 200. 4 rechts sehr lang, macht zu, Abzweig, kehre rechts. In 6 links lang, in 5 rechts lang, in 6 links über Kuppe, 80. Don't cut, 5 links über Kuppe, in 6 rechts, 100. 6 links, 120. Oh, was war das? Fehlermeldung an meinem Windows-PC. Bitte jetzt nicht runterfahren. 6 links über Kuppe, in Achtung, 4 rechts lang, mach zu. In 6 links, extra, extra lang. In 6 rechts, extra, extra lang, mach zu, 5. Oh, oh, oh. Ja, ich hab links lang, das mach zu 150. Noch gehört. Und wollte auch schon runter. Bin dann langsam vom Gas, aber hätte natürlich bremsen müssen. Das war voll links, über Kuppe. 140, Abzweig, 1 rechts, verdeckt. So, jetzt lasse ich mich nicht täuschen. 140, nämlich gar nicht so weit, wie man denkt. Abzweig, 1 links, macht auf durch Tor eng. 120, Cut, 6 links, durch Senke. In 5 rechts über Kuppe, extra, extra lang, macht auf, über Kuppe, 50. 50 halten, über Kuppe, 100, links halten, über Kuppe, Sprung, 120. Kuppe, Sprung und 5 rechts, in 6 links, don't cut. 100, mittig halten, über Kuppe, großer Sprung, 40. 4 links lang, macht auf, in 6 rechts, 70. 4 rechts lang, macht auf, in 4 links lang, 30. 6 rechts, macht auf lang, in langsam, 6 links und 6 rechts lang, macht zu, Abzweig, 3 lang, macht auf, 30, 5 rechts lang, macht auf, 30, 4 rechts lang, macht zu, 50, 4 rechts, macht zu, 5 links, sehr lang, macht zu, 4, Cut. In 5 rechts, über Kuppe, in 5 links lang, Achtung, don't cut, über Ziel bis Stopp. Oh, das war aber auch eine sehr, sehr schöne Etappe. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen war ich auch so ruhig. Es hat irgendwie, ja, es hat irgendwie voll Bock gemacht. War eine schöne Etappe. Bisschen verbeult sind wir.
Aber war echt, ja, war eine angenehme Etappe. Ich mag New England. Auch wenn es hier und da ein bisschen eng ist, fährt sich's gut. Fährt sich halt wie Butter. Kommt meinem eher langsamen Fahrstil ein bisschen entgegen. Ja, und es hat sich nichts geändert. Weder an der Spitze, noch im Mittelfeld, noch hinten. Alles beim Alten, oder? Genau dieselbe Reihenfolge wie nach der letzten Etappe. Weiterhin El Centinio vor mir, jetzt schon 20 Sekunden. Klar, dass der Abstand wächst. Da ist er noch 11 Sekunden hinter Percy. Ist er wieder ein bisschen näher rangekommen. Southwest, der ist mittlerweile schon eine gute Minute weiter vorn. Eine Minute und 2 Sekunden sogar. Aber Platz 2, 3 und 4 hängen sehr, sehr dicht aufeinander. Interessant finde ich, dass der Airplayer, der uns die ganzen letzten Events immer vor der Nase rumgetanzt hat, außer glaube ich beim letzten, wo er rausgeflogen ist, aber davor die drei Events, hat er uns ja sowas von nass gemacht und der fährt jetzt hier gemütlich auf dem dritten Platz. Entweder sind Kruber und Uri so stark oder ihm liegt einfach das Auto nicht. Ja, würde mich mal interessieren, wo da bei ihm der Casus Knactus gelegen hat. Schade, dass er nicht streamt. Oder streamt er? Nee, ne? So, weiter geht's. Letzte Etappe für heute. Ich merke auch schon, dass ich saumüde werde. Ja, wir haben spät angefangen, ne? Sorry. Told Valley Sprint. Reverse. Nochmal eine relativ kurze Etappe. Hoppala. Start. Oh ja, da haben wir einmal einen guten Hit genommen anscheinend. Die Motorhaube ist ein bisschen aerodynamisch. Viel Glück. Viel Glück. So, umschalten nicht vergessen. So, also, meine lieben Freunde, dann auf zur letzten Etappe. 5, 4, 3, 2, 1, 6 links. Extra lang. Ja. Innen bleiben über Kuppe. Bin ich ein bisschen erschrocken eben. Über Kuppe Sprung. 100 über Kuppe, Abzweig, 2 links, verdeckt, macht auf. 100. 6 links, 160. 4 rechts, extra lang über Kuppe. 50, mittig halten über Kuppe. In 6 links lang. Innen bleiben über Kuppe. In 6 rechts. Langsam 70. Abzweig, kehre rechts, verdeckt. Don't cut. Macht auf über Kuppe. 50. Hoppala. Da habe ich meinen Greenscreen eben gehauen aus der Sicht. 30. Er geht da noch? Ja. Er geht noch. Rechts halten über großen Sprung. 80. Mittig halten über Sprünge. In 6 rechts. In langsam, 5 links lang, über Kuppe, macht zu 3, über Brücke sehr eng. In 4 links lang, macht auf. 30. Boah, da bin ich auch schon so oft hängen geblieben. 4 rechts lang, ging auch jetzt auf, nicht ohne Touchieren. 100, über Kuppe, sofort 4 links. Links halten, über Sprung. 50. 6 links, macht auf über Kuppe. In 4 rechts, macht zu. In 5 links lang, macht auf. 50, Achtung, Kuppe und 3 rechts, macht zu. In Don't Cut, 3 links lang. In 6 rechts und 6 links. 50, Cut, 5 rechts. In 6 links lang, über Kuppe, macht zu. 30, mittig halten, über Sprung. In 5 rechts lang, macht zu, 4 lang. Macht auf, 50. 4 rechts, über Kuppe. Macht auf, mittig halten, über Kuppe. In 5 links, macht auf, über Kuppe. In 4 links, über Kuppe. 150, 4 links, 50. 4 links in 3 rechts, 8.
Komm, bleib da. Nicht. Zu Abzweig 2. In 3 links macht auf lang, mittig bleiben für 200. Komm. Wohin? Da lang, ne? Schwierige Stelle irgendwie. Oder habe ich mich nur blöd dran gestellt? Ich glaube, die hat so eine S-Kurve gemacht, so eine kleine, oder? 80. Ging nach rechts und direkt nach links oder irgendwie so. Ich konnte es jetzt gar nicht nachvollziehen, weil ich so 50, beschäftigt war, nicht lang zu sterben. 120, langsam, Abzweig eng, kehre rechts, don't cut, 80. Abzweig, ah, das ist scheiße. Links, das ist so eine Spitzkehre. 80. Hätte ich ein bisschen die Handbremse nehmen sollen, naja. Jetzt habe ich nochmal die Chance, glaube ich. Ah ne, jetzt geht's auch so. 6 links, 50. 6 rechts, über Kuppensprung, 50. 4 rechts lang, über Ziel, in 6 links lang, bis Stopp. Ja, das war doch ganz solide eigentlich, bis auf diese eine Nummer, wo ich diese leichte S-Kurve übersehen habe, fand ich das eigentlich ganz nett. War, glaube ich, meine, von der Geschwindigkeit her, meine beste Etappe, oder? Ach, guck mal da! Da habe ich den El Centino hinter mir gelassen, durch die gute Etappe. Sau gut! Und du bist da auch zurückgesetzt. Ach, guck mal! Wäre ich durch diese S-Kurve durchgekommen, hätte ich vielleicht die Dreiviertelsekunde gehabt, um dich noch zu holen. Guck mal, jetzt bin ich nur noch eine Sekunde hinter dir. Knapp. Ah, ein bisschen mehr als eine Sekunde, okay. Aber krass. Das ist ja witzig, ey. Ja, saugut. Ach, El Centino, es tut mir ein bisschen leid. Aber ich freue mich natürlich auch für mich. Ja, wärst du nicht zurückgesetzt worden, klar. Aber El Centino scheint auch zurückgesetzt worden zu sein. Anders ist es ja nicht erklärbar. Also, dann endet das 11. Event wie folgt. Auf Platz 1 Krubalunen mit einer Eventzeit von 17:07. Gefolgt von Uri 4-4-4-4-4-4. Warum hat er eigentlich so viele Vieren? Das verwirrt mich. 17:27, 20 Sekunden plus, dann der Airplayer 73 mit 17:32, dann Southwest 19:72 mit 17:33, auch nur eine Sekunde hinter seinem Vordermann, ebenso wie Perculator mit 19:26 und Icke mit 19:27, gefolgt von El Centino mit 19:35. Dann Mob-Infanterie aus Japan mit 19:50. Und das Schlusslicht diese Woche bildet Matthias aus Ungarn. Wie heißt der nochmal in YouTube? Der heißt ja nicht Matthias. Nicht Southwest, aber so ähnlich. Westland, genau. Westland heißt der gute Mann. Mit 23 Minuten und 48 Sekunden. So, dann drücken wir mal weiter, damit auch die Score hochgeladen wird. Bevor hier noch was passiert. Da sehen wir nochmal die wunderbare, unerschrockene Fahrt in 30 FPS, wie sich das gehört. Hervorragend. Da fliegt er über die Lande. Schöner Sprung. Ach, wie das zittert, ne? Und vor allem, wie die Geometrie des Autos sich ab und zu so aufbaut. Selbst in der Nahaufnahme, das ist so... Es ist schon gruselig. Sieht gut aus, wenn man nicht so genau hinsieht. Ach, Dirt Rally, immer noch ein gutes Spiel. Ich bin mal auf den Nachfolger gespannt, tatsächlich. Müsste ja eigentlich bald mal wieder was kommen. Ist komisch, sobald man abdrückt, werden aus den 30-60 FPS im Replay. 30 bis 60 FPS im Replay? Ist komisch, sobald man abdrückt, werden aus den 30 bis 60 FPS im Replay. Achso, du meinst, wenn ich jetzt abdrücke, werden 60 draus? Meinst du, das im Hintergrund läuft jetzt mit 60? Oder wie hast du das gemeint? Ja, genau. Das Replay läuft mit 30 leider. Und sobald du weiter drückst, werden da kurz 60 draus. Ja, den Eindruck hatte ich auch schon, aber
Du weißt ja, ich bin, braucht da immer so ein Sekündchen, um das zu registrieren und das ist dann, der Zeitraum ist zu kurz für mein Gehirn. So, dann schauen wir uns den Meisterschaftszwischenstand noch an. Natürlich sind da die Punkte von dieser Woche noch nicht dabei, weil wir ja noch mittendrin sind. Die Meisterschaft führt an. Lucifer 87 mit 68 starken Punkten, gefolgt von Uri 4444444 mit 63 Punkten. Dann direkt gefolgt Deggy 2904 mit 62. Dann Prutzelbub mit 61. Schön, wie dicht die hier beisammen sind. Das gefällt mir sehr gut. Das wird nochmal spannend, wenn jetzt die Punkte rasseln. Prutzelbub ist, glaube ich, noch nicht gefahren. Nee, an den Namen kann ich mich jetzt nicht erinnern. Sind wir mal gespannt. Der legt dann vielleicht noch was drauf und springt hier vielleicht weiter nach oben. Dann ist eine kleine Lücke zu Kruberlunen mit 46 Punkten. Dicht gefolgt von Airplayer 73 mit 43. Dann geht es leider 10 nach unten. Und da beginnt das Mittelfeld mit Pergilator an der Spitze mit 33. Da wird sich ja jetzt nochmal ein bisschen was ändern, weil der Southwest diese Woche wieder schneller war. Dann Southwest mit 32 hinten dran. Dann ist wieder eine kleine Lücke und dann fangen die Schlusslichter an. Angeführt von El Centino mit 25 starken Punkten. Den werde ich wohl nicht mehr einholen. Dann meine Wenigkeit mit 16 Punkten, gefolgt von Kazoy mit 12 Punkten, Spitfire mit 11, Lasok 8, Matthias aus Ungarn mit 6, Mob-Infanterie, der jetzt glaube ich zwei Events mitgefahren ist, oder ist das schon das dritte gewesen? Der ist definitiv ganz neu dabei, hat jetzt auch schon 5 Punkte, Amstaff 77 mit 4 Punkten und dann die netten Herren, die leider nicht mitfahren in dieser Saison. Honorable Mention, wie man so schön sagt. Pomonic, LP mit Tommy, Scorpion, Medi, Ottoman, Tanne 42, Marian, Bomberman, LV, Latvia heißt glaube ich, Bodhi 42, Mike R20 und BG Genio. So, haben wir das geklärt? Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Ja, es war ein denkbar kurzes Vergnügen. Aber ich kann es nur immer wieder sagen, es war wesentlich länger als beim letzten Mal. Das können wir uns zumindest auf die Fahne schreiben. Streifen vor allem. Na gut, Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, der alte Mann verabscheut sich für heute. War schön, dass ihr dabei wart. Genau, Rallye GT-Klasse in Schottland kommt als nächstes und das wird eine harte Nummer. Aber da geben wir alles, weil das ist das letzte Event. Da kann es ruhig nochmal ordentlich krachen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich entlasse euch in die Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen kleiner Freitag. Genießt es. Bis zum nächsten Mal. Wiederhauen und reingeschauen. Watcha!